Hallo, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Meine Damen und Herren, es ist ein neuer Simulator rausgekommen und dieser Simulator heißt City Driver. Drive your own. Nee, das ist jetzt kein Untertitel. Nun, ich muss mich entschuldigen. Ich habe zwar seit einer Woche in Key. Das Spiel kam gestern offiziell raus. Ich hatte es eine Woche vorher. Allerdings, ich konnte es euch nicht zeigen, weil mit meinem Lenkrad hier was nicht gestimmt hat. Ich brauchte neue Adapter, neues Ding. Hast du alles nicht gesehen? Das hat sich alles jetzt hingezögert. Und jetzt kommt halt erst ein Video nach Release. Deswegen möchte ich da schon mal um Verzeihung bitten, weil ich hätte vielleicht den einen oder anderen schon mal vorwarnen können. Was meine ich mit Vorwarnen? Wenn man sich zum jetzigen Zeitpunkt mal die aktuellen Steam-Reviews anschaut, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht so, sie stimmen zu 80%. Den Punkt wollen wir mal geben. Sie stimmen zu 80%. Es ist aber auch ein bisschen unfair. Was ich mit ein bisschen unfair meine, das werde ich euch in diesem Video zeigen. Um was geht es in City Driver? Nun, City Driver ist im Endeffekt sowas wie ein, wie es das schon mal gab. Ich habe den Namen gerade vergessen. Es gab mal ein Videospiel, das hat sich so Fahrschulsimulator-mäßig gesteuert. Ne? Also da musste man sich anschnallen und hat so Fahrschulen live gehabt, ne? Und das soll mehr oder weniger City Driver jetzt auch sein. Also das ist jetzt nicht der Anspruch, eine Fahrschulsimulation zu sein, sondern es ist ein Sandbox-Game, in dem ihr mit Fahrzeugen rumfahren könnt in München, in Bayern, Deutschland. Und ihr könnt in der Spielwelt rumfahren und habt Mini-Aufgaben, die ihr machen könnt. Aber der Fokus des Spiels liegt darin, dass ihr mit dem Auto durch München fahren könnt oder durch gewisse Areale in München. Ne? Das ist der Hauptfokus. Natürlich werden Lenkräder, Gamepads und hast du alles nicht gesehen, supported. Ich habe hier ein Logitech G920 Driving Force, habt ihr alles nicht gesehen, drei Pedalen, bla bla. Ne? Das Einrichten war ein bisschen eigenartig, es hat öfters mal nicht funktioniert. Ich schiebe die Schuld jetzt aber mal auf mich und nicht auf das Spiel. Aber mittlerweile alles richtig normal konfiguriert. Vorweg sei gesagt, ihr braucht dieses Spiel nicht zu kaufen, schlecht zu spielen, wenn ihr kein Lenkrad habt. Und da vertraut ihr mir bitte. Das ist mit Tastatur eine Katastrophe, das ist mit Maussteuerung eine Katastrophe und mit dem Gamepad ist es auch eine Katastrophe. Ihr braucht, wenn ihr wirklich Spaß haben wollt, ein Lenkrad. Und dabei ist es egal, ob ihr ein 300-Euro Lenkrad habt oder ein 100-Euro Lenkrad. Hauptsache ein Lenkrad. Vom Vorteil wäre natürlich so eine 900-Grad Lenkung, ne? Also 900-Grad Lenkwinkel und so weiter und so weiter. Ebenso empfehle ich euch, wenn ihr wirklich die Full Experience haben wollt, drei Pedale, ne? Also sprich Kupplung, Gas, Bremse. Weil wir können hier entscheiden zwischen Automatik und dementsprechend manuelles Fahren. Und was ich auch allen empfehlen würde, macht zuallererst hier diesen Button Tutorial, weil da wird euch das Ganze erklärt. Und für alle allererstes geht ihr hier in die Option rein, stellt die Audio, die Grafik, die Performance und die Steuerung ein. Wichtig, wenn ihr die Steuerung auf euren Joystick Game / Lenkrad einstellen wollt, müsst ihr hier hingehen. Ne, nicht hier irgendwie, ich meine, das sieht zwar so aus, aber man kann es gerne mal übersehen. Stell das Ganze bitte hier ein, da könnt ihr zwischen Motor, Blinker, bla bla bla, ne? Das könnt ihr da alles machen. Ne? So weit, so klar, so schick, so schön, desto toll ist es denn. So, wir gehen jetzt mal ins neue Spiel rein und wir haben folgende Fahrzeuge standardgemäß zur Auswahl, weil wir kommen gleich noch zu was auch wieder etwas, naja. Wir haben hier einen Mercedes C64 AMG, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier einen Ferrari. Dann haben wir hier einen Golf in zwei Ausführungen. Einmal halt manuell und einmal Automatik. Und dann haben wir hier einen Tesla Model 3. Ne? Das Ganze gibt es dann noch als Tesla Model 3 halt, ne? Tesla Model 3 Performance, Model Z, also Model Y in dem Falle, ne? Und dann sind wir hier wieder beim AMG oder beim Mercedes C64. Da kommen wir erstmal zum allerersten Kritikpunkt. Dieses Spiel kostet je nach Version zwischen 30 bis 50 Euro. Die 50-Euro-Version ist die Deluxe-Version. In dieser Version habt ihr zwei
Fahrzeuge neu mit drin. Das ist einmal ein Transporter, ein Mercedes-Transporter und einmal ein Porsche Macan müsste das sein, der große SUV, nicht der kleine. Ne? Und dafür zahlt ihr, je nachdem, ob es im Angebot ist oder nicht, bis zu 50 Euro. Aktuell ist es glaube ich, im Angebot für ein paar Euro mehr, wie jetzt die Standardversion. Aber wenn der Rabatt mal weg ist, naja, so eine Sache. Wir fahren jetzt den Mercedes C64. Ich nenne es jetzt einfach mal AMG. Ne? Ist kein AMG, aber ist egal. Und wir starten einfach mal hier irgendwo auf so einen Parkplatz. Ne? So, dann laden wir erstmal rein. Wir spielen hier mit DirectX 12 Shader, neue Shader. Weil wenn ihr das Spiel bei Steam nämlich startet, habt ihr mehrere Auswahlmöglichkeiten. Normal starten, DirectX 11 alte Shader, DirectX 12 alte Shader, DirectX 12 neue Shader. Ich habe jetzt DirectX 12 neue Shader, weil ich habe eine 3070 Ti, die kann das Ganze. So, und jetzt sind wir dementsprechend hier in unserer Welt. Das Ganze basiert auf Unreal Engine 5. Und wie man das immer so schön sagt, ja, Unreal Engine 5, das ist eine Engine, die hat eine Macht, die hat eine Wucht, muss man dazu sagen. Ist natürlich hier auch nicht das Maximum, ne, ganz klar, aber es sieht im Vergleich zu diversen Unity-Ablegern schon mal deutlich schön aus. Ne? Wir haben hier wieder extreme Lichteffekte von der Sonne und alles. Und man muss ja auch bedenken, wir haben jetzt hier München recht 1:1 nachgebaut. Ne? Also nicht komplett, aber das, was halt abgebildet ist, ist halt soweit 1:1 nachempfunden. Das ist soweit nett. So, hier steht jetzt auch dementsprechend hier schon ein paar Fahrzeuge rum und ihr seht, hier ist unser Mercedes C63. AMG in Anführungsstrichen. Ne? So weit, so klar, so schick, so schön. Und es ist, es muss auch ein AMG sein, weil V8 Biturbo steht nämlich mit drauf. Gehen wir mal kurz in die Escape-Variante. Da seht ihr nämlich hier unsere Minimap. So weiter wir reinzoomen, desto mehr Informationen werden uns angezeigt. Ihr seht ein bisschen was von München ist hier mitgenommen. Ihr seht die ganze Stadt München nicht mehr im Ansatz, ne? Aber ein bisschen etwas. So, dann können wir hier zwischen Karte, Fahrzeug wechseln. Wir können auch im Spiel selber das Fahrzeug wechseln. Wir haben ein Handbuch, wo auch nochmal alles irgendwie erklärt wird und ein Optionsmenü haben wir auch noch und so weiter und so weiter und so fort. Soweit so klar. Ihr seht hier Aufgaben. Derzeit sind keine Aufgaben verfügbar, weil jetzt kann man ja sagen, was macht man in diesem Spiel? Man kann Aufgaben erledigen. Zum Beispiel fahre in den Blumenladen und hole Blumen, legst im Kofferraum und schaffst sie zu Y. Solche kleinen Sidequests nenne ich mal. Also wirklich Story und so gibt es hier natürlich nicht. Bevor wir aber zu den Aufgaben kommen, generell erstmal zu den Fahrzeugen. Kritikpunkt Nummer 2. Großer Kritikpunkt Nummer 2. 35, also 30 bis 50 Euro kostet das Spiel. Warum zur Hölle keine Lizenzen? Weil ihr seht, das ist nicht das Mercedes-Logo. Und das hier ist auch nicht das Porsche-Logo. Ne? Es ist halt alles ein bisschen abgewandelt. Und das ist auch nicht das Tesla-Logo im eigentlichen Sinne. Ne? Es gibt keine Lizenzen in diesem Spiel. Weder von Mercedes, noch von Volkswagen, noch von Porsche, noch von Tesla. Für diesen Preis kann man das durchaus mit verlangen. Großer Kritikpunkt Nummer 2. Pluspunkt an der Geschichte, wir steigen mal ein. Die, ach nee, jetzt hat er das wieder umgestellt. Du willst mir, ich krieg eine Macke. Großer Kritikpunkt Nummer 2. Die Lenkradeinstellung, ja, die Lenkradeinstellung. Es ist manchmal oder auch öfters so, dass einfach, warum, ich weiß es nicht warum, dass sich das gerne hier mal umstellt, ne? Also wirklich sich gerne einfach mal umstellt. Ich glaube, ich werde auch gleich einfach mal wieder einen Cut machen müssen, weil sie es hier wieder umgestellt hat. Verdammt nochmal, vermisst du, Allah. So, ah nein, jetzt geht's, dankeschön. Was man sagen muss, es ist vom Interieur her, also sprich vom 3D-Modell her, sehr nah oder relativ nah an den Originalfahrzeugen.
Ne? Muss man wirklich sagen. Wir haben neben hier der Mausinteraktion, die wir handhaben können, also wir können auch hier einiges mit der Maus steuern, wie zum Beispiel Tür auf, bla bla und hier und so weiter und so fort, ist das so vom Interieur her, was die 3D-Modelle angeht, schon an den originalen Fahrzeugen ganz gut dran. Das muss man sagen und das muss man auch positiv dastehen lassen. Ne? Also das ist gar nicht so verkehrt. Natürlich fällt hier das Mercedes-Logo, es ist ein bisschen dunkel, bla 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 bla, ne? Alles schick, alles schön, aber ja. Wir können hier Radio einschalten und so weiter und so weiter. Das geht alles. Ich habe hier auch ne, das Umsehen, habe ich auch mir so ein bisschen aufs Lenkrad hier, auf die Lenkradtasten gelegt. Alles schick, schön. Jetzt, ich starte mal den Motor. Motor ist an. Ich kann hier meine Gänge, alles schick, schön. Ne, neutral, rückwärts. Wir haben sogar eine Rückfahrkamera, wie ihr gerade seht. Und wenn ich jetzt hier rückwärts rausfahre, ne, und hier auch ein bisschen in die Spiegel gucke und alles und hier einlenke, man sieht, diese Rückfahrkamera bewegt sich auch. Ne? Also es ist nicht nur Dekoration in dem Falle. Das ist sehr, sehr schön. Wir fahren mal weiter, vorwärts. Ich möchte da nämlich noch etwas zeigen. Ah ja, ich bin eh falsch rausgefahren. Sehr gut. Dann fahren wir hier eh wieder zurück. So. Wenn ich jetzt hier einlenke, ja, ich lenke jetzt hier ein und ihr seht ja, hier hinten ist jetzt, kommt jetzt ein Fahrzeug, ne, das rote Fahrzeug. Ich fahre jetzt einfach mal drauf zu, ne? Ne, hört ihr, wir haben diese PTW-Sensoren oder PTC-Sensoren und wenn ich zu weit rankomme, es piept, sprich, diese Dings hat sogar eine Funktion. Das ist sehr schön, habe ich in noch keinem Spiel in dem Falle gesehen, auf der Basis gesehen. Also, von daher, nett. Wirklich eine sehr, sehr nette Geschichte. Ne? Muss man positiv loben. Jetzt kommen wir zum dritten und meinen persönlich größten Kritikpunkt, wo ich sage, View-App, warum zur Hölle? Hört mal hin, wir haben hier einen Mercedes C63 AMG mit einem V8 Biturbo. Ja. Also beim besten Willen, das ist unterirdisch. Also, sorry, auch wenn ich mich da unbeliebt mache, aber die Sounds von den Fahrzeugen sind unterirdisch. Das ist unterirdisch. Es tut mir leid, das hat nicht mal im Ansatz irgendwas mit Original oder ähnlich zu tun. Es muss ja nicht unbedingt der originale V8-Sound von diesem Fahrzeug sein, aber wenigstens irgendein V8-Sound. Ja, aber das hier, das ist Landwirtschaftssimulator 2013. Oder gehen wir noch weiter, das ist Autofahrsimulator 2012. Ich weiß gerade nicht, wie der Name hier ist, aber das Ding gab's. Also, wow, okay. Sorry, geht gar nicht. Also der Sound geht wirklich gar nicht. Alles andere. Hier mit hin und her gedönsen, schalten, Blinker. Alles easy, alles cool, alles nice. Aber der Motorsound, holy moly. Also holy moly, damit hat man sich kein Gefallen getan. Nicht für den Preis. So, also, wir fahren mal raus hier. Ne? Wir dürfen keine Passanten anfahren. Und fahren jetzt einfach mal hier wunderbar in die Münchner Innenstadt hier mit rein. Blinker geht nicht von alleine aus, schade. So, und wir fahren jetzt einfach mal hier ein bisschen rein. So, der Sound ist natürlich, also der Motorsound wird uns jetzt permanent präsent sein. Ist ganz klar. Mit dem Lenkrad, seht zu, dass ihr die Dead Zone ein bisschen gut einbringt hier. Nicht, dass ihr hier sowas habt wie ich. Ich habe die jetzt schon relativ weit runtergestellt. Es geht noch ein bisschen smoother, aber es ist gerade hier für langsame Fahrten, ist das
noch okay, sage ich mal so. Ne? Man kann das Ganze aber auch noch ein bisschen smoother einstellen. Kreuzungsbereich eigentlich freihalten, ist mir jetzt hier persönlich auch erstmal egal. So, dadurch, dass wir eine Automatik haben, müssen wir logischerweise auf der Bremse stehen bleiben oder Gang zurückschalten, können wir auch ein P reingeben. Ist eine nette Sache. Wir können uns jetzt hier ein bisschen durch München durchfahren. Ich kann ja mal versuchen, hier so ein bisschen, es gibt mehrere Kameraperspektiven, inne, außen, Motorhaube, von oben, bla. Ne, das ist in dem Falle alles möglich. Wir können das Ganze auch hier von außen steuern. Ne, und das funktioniert soweit auch, lässt sich halt ein bisschen anders steuern. Ne, wenn man nicht direkt jetzt das Lenkrad so vor sich hat und die Lenkbewegung sieht. Aber es funktioniert, wie ihr seht. Man kann im Verkehr relativ smooth mitschwimmen. Wir können einfach mal aufs Gas drücken. Ne? Auch kein Problem. Ne? Jetzt seht ihr gerade das nächste, Geschwindigkeitsübertretung. Das Spiel macht keine, oder anders gesagt, das Spiel hat keine Konsequenzen. Das würde ich jetzt aber nicht als Negativpunkt ansehen, weil das ist immer die Frage, des, will man das überhaupt? Ne? Also Ist es überhaupt gewollt von den Spielern, also sprich von euch, die das Ganze kaufen, wollt ihr überhaupt Konsequenzen haben für Geschwindigkeitsübertretung, so Blitzer oder hier oder Schaden etc. pp. Das gibt's nämlich hier alles nicht. Also es gibt kein Schadensmodell, es gibt keine Konsequenzen im eigentlichen Sinne. Ihr könnt hier tun und lassen, was ihr wollt. Ne, euch passiert in dem Falle nichts. Das ist soweit in Ordnung. Das ist so die eine Geschichte. Aber es ist natürlich förderlich, sich an Verkehrsregeln zu halten. Rote Ampeln, rechts vor links, Stoppschild, bla, der ganze Humbug halt. Ne? Also nicht Humbug, sondern die essentiellen Regeln des Straßenverkehrs. Wäre nicht verkehrt, wenn ihr euch daran halten würdet. Ne? Klar, soweit so klar. Wenn ihr diese nämlich nicht beachtet, bekommt ihr Warnhinweise. Aber mehr passiert halt auch nicht. Also es bleibt im Endeffekt bei den Warnhinweisen. Ne? So weit, so klar, so schick, so schön. So, jetzt ist die Sache, was können wir machen? Oder was ist der Sinn des Ganzen hier? Nun habe ich ja schon angesprochen, es sind die Aufgaben, die uns hier rote Ampel überfahren. Natürlich habe ich hier eine rote Ampel überfahren. Nein, habe ich nicht, liebes Spiel. Aber danke, dass du es mir ankreidest. Ich sehe gerade, es geht nur geradeaus und links. Ja, und links geht es aber hier nicht weiter. Aber ihr seht zum Beispiel, da ist so eine Shoppingfabrik da. Das ist ganz geil, werden wir gleich machen. Das heißt, ich werde mir jetzt mal einen Parkplatz suchen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Nur mal kurz auf Bild Gas geben. Sehr schön. Und jetzt hier irgendwie mal eine Parklücke finden, wo wir auch reinpassen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus hier. Jetzt ist natürlich die Frage, lassen mich die Leute rückwärts rein oder lassen sie mich nicht rückwärts rein? So. Aha. Ah, ist alles gut. Was will er denn? Sehr schön. Sag ich doch. Er lässt mich natürlich nicht rückwärts einparken. Ganz klarer Fall. Aha. Zack, gerammt. Wo haben wir gerammt? Ja klar, weil der ist natürlich wieder so ein dekadenter Porsche-Fahrer hier. Der lässt natürlich auch wieder nichts zu. Gut, wisst ihr was? Wir fahren vorwärts. So. Hoppala. Kommen wir weiter? Danke. Mal gucken. Ah, wisst ihr was? Wir parken einfach hier ein. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, dann parken wir halt hier vor der Ampel ein. Ob das nur erlaubt ist oder nicht, ist mir vollkommen egal. So. Über die Rückfahrkamera hier mal ein bisschen regeln. Sehr schön. Oh. 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 Sehr schön. Stehen wir richtig? Oh, ja. In Schmieds könnte man auch noch. In Schmieds könnte man auch noch. Perfekt. Wie im echten Leben. Die PDW-Sensoren lassen ganz schön viel Spielraum. Ne, raste komplett aus, obwohl wir immer noch Platz haben. So, wunderschön. Da stehen wir jetzt hier kurz vor dem abgesenkten Bordstein. Ist natürlich auch nicht so ganz Dings, aber relativ egal. So,
Aufgabe. Ihr seht das Ganze hier. Schnäppchenalarm! Fahre zum Modegeschäft Sonnenstreet und interagiere mit dem Modegeschäft-Bedienfeld. Wie schnell kannst du zum Modegeschäft fahren? Wir haben ihre Ware gerade massiv reduziert. Da drücke ich jetzt einmal die Taste F und da sitzt jetzt hier ein Navigationspoint mit ein. Und dieser Navigation, die können wir jetzt folgen, um zum Modegeschäft zu kommen. Werden wir jetzt auch einmal mal tun. Ampel ist rot, Blinker ist links. Natürlich wieder so ein schöner Ferrari. Hier geht natürlich leider bis vorne. Ist auch ein bisschen ungeduldig, dort Lene. Ist auch ein bisschen ungeduldig. Aber pass auf, jetzt kommt noch etwas, sagen wir mal, Hochinteressantes. Wenn es denn hier so weit... Ne, haben wir hier, da, hier... Genau, wir können nämlich ja den Fahrmodus umschalten. Richtung G. Jetzt sind wir in Sport drin. Ja? In Sport. Und ihr seht, wir kommen hier über Central ins Fahrzeugmenü rein. Da können wir zwischen den ganzen Lichtschaltern hier zum Beispiel automatisches Licht etc. pp. Können wir da einschalten. Oder wir können hier weiter übers Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Warnblinker, Motor und wir können hier die Fahrdinger einstellen. Zwischen individuell, Komfort, Sportmodus, Sportmodus Plus und Rennen. Wir gehen jetzt hier in den Sportmodus, wie gesagt, mit rein, wählen das Ganze aus. Steht dann hier auch vorne mit dabei. Kann man sich auch über Tastenbelegung alles selber so handhaben, wie man das will. Ne? Das ist jetzt weniger das Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, viel Unterschied werdet ihr nicht merken. Ne? Der Sound bleibt nämlich der gleiche. Der wird nicht besser, der Sound. Der bleibt der gleiche. Hupen kann man natürlich auch, versteht sich. Genau, mal ein bisschen weghupen hier. Ne? Und wenn man hier mal ein bisschen härter bremst, kommt auch drauf an, auf welche Geschwindigkeiten ihr hier spielt. Dann kommt auch mal ABS-Geräusche, quietschende Reifen und alles Mögliche halt. Ne? Das ist auch in dem Falle jetzt weniger das Problem. So. Hier vorne können wir jetzt auch noch links machen. Beziehungsweise wir als Linksabbieger hier auf den Gleisen stehen zu bleiben, ist jetzt nicht eine allzu gute Idee. Ne? Ja, ich glaube, in München ist das so normal hier, ne? So, komm. Mein Gott, hier auf den Gleisen stehen zu bleiben, ist halt wirklich, das darf man eigentlich nicht, ne? Gleisenbereiche frei halten. Ja, und dann rasen wir schön hier im Sportmodus. Wir wollen ein bisschen aufheulen lassen, ne? Dass die Leute auch wissen, dass wir ein C63 fahren. Ja, Geschwindigkeit haben wir natürlich übertrieben. Und schon stehen wir auch im Münchner Berufsstau, muss man auch dazu sagen. Ne? Wir haben hier eine sehr hohe Verkehrsdichte aufgrund der Performance-Einstellung, Voreinstellung vom Spiel. Also was das Spiel sagt, ey, das schafft dein Rechner, das schafft deine Grafikkarte und alles. Ne? Deswegen ist jetzt hier auch relativ viel los. Je nachdem, wenn ihr jetzt nicht so einen Top-Rechner habt, wird das automatisch runterreguliert. So ist weniger los. Ist halt so eine Performance-Geschichte. Ne? Und wir können durchziehen. Meine Fresse, der V8, Junge, der V8. So, alles ein bisschen enge hier, aber das kriegen wir hin. Ja, ihr seht schon, es wird immer über die Geschwindigkeit ein bisschen gemeckert. Wir sind ein bisschen zu schnell, ne? Aber es ist ja nur ein bisschen, ist ja nicht allzu viel. Ja, wir müssen das Ding auch mal ein bisschen aufheulen lassen hier. Ja, wir fahren hier mit 35 km/h und das Ding, das röhrt, Junge, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, wunderbar, hier vorne müssen wir eh rechts. Aber da komme ich gerade hin, weil natürlich hier wieder der LaFerrari, da müssen wir kurz über den Bordstein. Alter, bleib auf deiner Spur. Euer Dings ist, so, wunderbar, jetzt müssen wir hier nur noch geradeaus. Na, und dann ziehen wir durch. Ah, sieht gut aus. Ah, die grüne Phase, die können wir noch mitnehmen. Planen wir die noch mit. Oh, 128. Ui, ich bin ein bisschen zu nah im Gegenverkehr. Ah, ein bisschen aufpassen hier. Ja, die Deathzone ist nicht so das Geilste hier gerade. Ah, ja, komm. Alter, der hält bei grün. Das gibt's doch nicht. So, ziehen wir hier rein. Genau, der ist schon weggerannt. Besser ist das. 30er-Zone. 30er. Kein Blinker gesetzt. Nö, wäre Blödsinn. Habe ich nicht. 30er-Zone. Es gilt rechts vor links. Ne? Sprich, ich kann fahren. Ne? Wer links reinfährt, der zahlt in dem Sinne.
Ja, da können wir jetzt hier wunderschön in der 30er-Zone im ersten Gang hier rumeiern. Das sind 30, wohlgemerkt. Ne, das sind 20. Jetzt kommen wir so ungefähr auf die 30. So ein bisschen eng geparkt hier alles, aber das ist machbar. Ja, alles machbar. So, hier vorne müssen wir dann einmal links. Geht aber noch links rum. Vorfahrt gewähren. Ganz klassischer Hase. Schauen wir mal. Da kommt keiner. Sehr schön. Fahr mal rein. Kann man machen. Scheint auch weiter in der Einbahnstraße hier zu sein. Und schon haben wir wieder Rot. So. Jetzt sind wir die ganze Zeit im Sportmodus, ne? Also im normalen Sportmodus. Ganz klarer Fall. Jetzt wollen wir es natürlich schon mal ein bisschen ausreizen. Und wir gehen in den sogenannten Sport-Plus-Modus. Ne? Ganz wilde Sache. Steht du jetzt da. Sport-Plus. Wir gehen mal hier in den Neutralen. Seht ihr, wie sie vorne gerannt ist? Großartig. So, ne, der zieht schon ein bisschen heftiger an jetzt hier. Ne, zack, sind wir auf 30 und ich berühre das Gaspedal nicht mal im Ansatz. Ne, zack, sind wir schon auf 60. Der Motor, es ist der reinste Wahnsinn. Es ist der reinste Wahnsinn. So, Einbahnstraße, das heißt, wir wollen rechts abfahren. Das heißt, wir sortieren uns auch rechts ein. Nicht so wie der Herr hier, der aus der Mitte rausfährt. Immer schön da halten, wo es ist in der Einbahnstraße. Wir folgen weiterhin. Im Übrigen, wer fragt, wo fahren wir denn hin? Wir fahren zum Kleidungsgeschäft. Ja? Wir fahren zum Kleidungsgeschäft. Wir haben halt so einen langsamen Schleicher vor uns hier. Ne? 30 erlaubt. Wir fahren schon, also der fährt schon schneller, eigentlich wie erlaubt. Wir könnten aber halt noch schneller. Aber können wir halt nicht. 30er Zone zu Ende. Vorne müssen wir einmal rechts. Dann halt handhaben wir das dementsprechend auch mal so, wenn wir denn hinkommen. Ja, ratschen wir ja mal voll. Nein. Ah, wie bitteschön. So. Aber wir haben einen sehr guten Seitenabstand hier, muss man dazu sagen. Real Life. Also ich bin da manchmal beeindruckt, im Videospiel ist es einfacher wie im Real Life, so Fahrzeugbreiten einzuschätzen. Aber egal. Gut, liegt nur daran, hier kann nichts passieren, wenn du irgendwas rammst, ne? Ja, so, ziehen wir einmal rum. Man könnte auch eine Lenkkamera, also ein Lenkdings mit einstellen. Muss ich hier hin? Ist das? Ne, ich glaube, das ist es nicht, ne? Wir folgen einfach mal den GPS-Signal weiter. Einfach mal den GPS-Signal hier weiter folgen. Der wird uns ja schon irgendwo hinführen, wo wir hin müssen. Ne? Und ich weiß, es ist, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Ihr seht, wir haben jetzt noch die Kreuzung, die jetzt vor uns ist. Und dann vorne, ganz nach vorne. Und dann müssen wir irgendwie links, ne? Also laut den Dings ist irgendwo... Hier unten, da, das Klamottengeschäft, da müssen wir hin. Na, wir haben noch ein bisschen was vor uns. So, ist natürlich ganz klar, die Linksabbieger nehmen erstmal die Vorfahrt. Ein ganz klassischer Hase hier. Ja, der VAG wieder. Jetzt ist wieder rot, großartig. Der VAG. Sehr schön. Da klettern wir mal hier ein bisschen durch. Ah, na, Bremsen gehen eigentlich, ne? Gar kein Quietschen hier, es geht noch. Das geht alles noch. Uppala, wir wollen ja nicht vorne drauf fahren. Im Übrigen, nach vorne gibt es keine PDW, also PDC-Sensor, ne? Also wenn ich jetzt hier weiter und weiter, weiter, der macht gar nichts. Das gibt es nur im Rückwärtigen. Ja, da funktioniert das ohne Probleme, aber nach vorne hin leider nicht. So. Dann biegen wir hier einmal links ab. Ey, lassen wir durch. Dann biegen wir hier rein. Und dann geben wir Gas. Ja. Schön mit der Ruhe, schön mit der Ruhe, schön mit der Ruhe. Wenn wir hier zu unserem Gucci-Store fahren. Großartig, ne? Es gibt ja noch den Modus Rennen. Ich glaube, bei Rennen ist ESP und der ganze Spaß. In dem Sinne hier mit aus. Ach, das dauert mal zu lange, ja. Gottes Willen, dann wirst du ja nie fertig. Du wirst nie fertig. Ja. Du wirst nie, uppala, vielleicht nicht im Gegenverkehr. Ja, München hat aber wilde Straßen hier. Mein Gott, der V8-Sound, der macht mir immer noch zu schlubbern das, ne? Also, es ist wirklich Wahnsinn. Aber währenddessen wir hier sind, kann ich da schon mal hier reingehen und wir gehen in den Rennmodus. In den Rennmodus. Steht jetzt auch hier vorne dran. Rennmodus. Wir gehen kurz in den Neutralen.
hört schon die aggressive Macht des Rennmodus hier. Und seht ihr, was jetzt hier neu ist? Ihr habt schon gemerkt, der Rennmodus ist der manuelle Modus. Ne? Hier kann ich jetzt dementsprechend selber, oder muss eher gesagt, selber nach oben bzw. nach unten schalten. Das ist natürlich von Vorteil, wenn ihr zum Beispiel, wie ich das Ganze habe, über die Side-Pedals am Lenkrad das Ganze steuert. Ich habe jetzt allerdings auf den Side-Pedals, also sprich, wo man eigentlich hoch und runter schaltet, habe ich einmal das Ding hier, sag schon, die Blinker. Deswegen ist jetzt der Rennmodus eher nicht so. Wir gehen jetzt mal in Komfort rein. Ja. Das ist noch mit am chilligsten. Es ist Wahnsinn, wie oft man hier auch an grünen Ampeln steht. Ne? Also ungelogen. Ungelogen. Ja, und seht ihr, im Komfortmodus ist er ein bisschen entspannter. Ein bisschen entspannter ist er da. Alter Schwede. Aber gut, ne? Wahnsinn, würde ich mich im Real Life nie trauen. Naja, schön, dass ihr es selber merkt. Aber ein Videospiel kann man machen. Ich habe im Übrigen für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich meine, also da müsst ihr schon sehr lange nicht mehr geschaut haben. Ich habe jetzt vor knapp ein Jahr einen Führerschein gemacht. Unbestanden wohlgemerkt. Man merkt es vielleicht hier. Ne? Man merkt es vielleicht nicht an der defensiven Fahrweise, aber man merkt, dass ein bisschen was in der Straßenverkehrsordnung hängen geblieben ist. Ne? Galeria Karstadt Kaufhof. Ne? Wie ihr bitte sehen. So, und jetzt ist hier vorne irgendwo, im absoluten Nirgendwo, ich blinke, hier ist es. Da müssen wir rein. Und hier gibt es natürlich zugegebenermaßen wieder keine Parkplätze. Schön. Okay, nur dann parken wir halt auf den Dings. Oh, das sieht gut aus, würde ich sagen. Machen wir das ganze Ding hier aus. Sehr schön. Steigen wir einmal aus. So, Tür zu. Aber dort. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, da haut die Kollision noch nicht so ganz hin. Aber egal. Und unerlaubtes Parken. Ja, was soll ich denn machen? Hier sind nirgends zwei Parkplätze. So, und dann gehen wir jetzt einmal hier rein. Drücken F, um das Geschäft zu betreten. Na? Und dann sind wir wieder raus. Und ihr seht, Schnäppchenalarm. Die Aufgabe wurde abgeschlossen. Und solche Aufgaben sind das in der Regel. Naja, unerlaubtes Parken. Es gibt noch Aufgaben, hier können wir einen Kofferraum aufmachen, müssen wir was in den Kofferraum legen und sowas. Das gibt's auch noch, das schauen wir uns alles auch noch an. Ne, davon mal ganz abgesehen. Aber das jetzt erstmal nur als groben ersten Einblick mit schon mal den gröbsten, also mit Lob und Kritik, was mich hier am meisten an der Geschichte schon mal stört. Dass wir das schon mal haben. In den nächsten Folgen werden wir uns selbstverständlich den Tesla anschauen, wir werden uns den Golf anschauen, wir werden uns diesen Ferrari da anschauen und wenn ich es von Aerosoft noch kriege, diesen komischen Sprinter und den Porsche Macan oder ja, Porsche SUV halt. Ne? Deswegen, das sollte es in dem Sinne auch schon mal gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, auf der Renne. Tschüssikowski. Tschüss.